Eine Bildungsakademie in Burundi ist als gemeinsames Projekt von Sparkassenverband und Stiftung aufgebaut worden. Sie ist inzwischen nicht nur fester Bestandteil in der Aus- und Fortbildung von Finanzangestellten, sie bietet auch Lehrmittel, die spielerisch und ohne Vorbildung ganz leicht umgesetzt werden können. Man erfährt im Spiel, wie kann ich investieren, wie verhält sich das mit den Ein- und Ausgaben und kann so vom Spielerischen auf das echte Leben die Situation adaptieren. Dieses gesellschaftliche Engagement der Sparkassenstiftung in Burundi wird auch in Baden-Württemberg geschätzt. Das Farmers Game kommt auf der Messe für Handeln 2022 in Stuttgart an. Wer weiß schon hierzulande, welche Getreidesorten sich für den Anbau ertragreich eignen und wie viel man in Schädlingsbekämpfungsmittel investieren muss. Orientiert am Engagement der Sparkassenstiftung in Burundi haben inzwischen drei baden-württembergische Sparkassen Partnerschaften für Stiftungsprojekte in Ostafrika übernommen. Auf der Messe für gerechte Handelsbeziehungen weltweit hat die Sparkassenstiftung Produkte aus Ruanda zur Ansicht. Sie alle stammen aus sparkassenfinanzierten Projekten. Zum Beispiel in Ruanda muss ein Arbeiter eigenes Werkzeug mitbringen, wenn er arbeiten möchte. Und oft ist ihm das nicht möglich, weil vielleicht 10 Euro fehlen, um einen Hammer oder einen Meißel zu kaufen. Und somit kann er seine Familie nicht ernähren. Kann er aber durch die Mikrofinanzierung einen Kleinstkredit aufnehmen und arbeiten gehen, ist er fähig, die Familie zu ernähren, steht auf eigenen Beinen und muss zum Beispiel nicht betteln gehen. Ein Mikrokredit spielt sich je nach Berufsgruppe zwischen 10 und 200 Euro ab. Eine Näherin braucht im Schnitt 60, Bauer oder Bäuerin nur wenig mehr. Wir bauen dort mit auf diese sogenannten Mikrofinanzinstitute. Das hört sich jetzt komisch an, was ist das? Das ist eigentlich eine ganz einfache kleine Bank, die übrigens sehr oft in Frauenhänden sind, wo man Einlagen machen kann, also wo die Menschen ihr Geld sicher aufbewahren können. Und mit dem Geld dort werden wieder Kredite ausgeliehen, damit man kleine Existenzen gründen kann. Also, wenn man so will, so eine Keimzelle von einer kleinen Bank, Mikrofinanzinstitute. Dazu braucht man gewisse finanzielle Grundbildung und das machen wir. Wir bilden also dort aus mit Beraterinnen und Beratern in Burundi, um diese Mikrofinanzinstitute in Gang zu bringen. Rund 120.000 Euro hat der Sparkassenverband über 6 Jahre für Ostafrika beigesteuert. Zuletzt, um die Finanzakademie in Burundi auszuweiten. Damit entstand neuer Platz für Schulungen in der Mikrofinanzierung. Gut eingesetztes Geld, das die Entwicklungsmöglichkeiten von Kleinstunternehmern und Unternehmerinnen erst möglich macht.